Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, ich bin gerade im Garten rumgetingelt. Ich war tatsächlich mal wieder ein bisschen mehr fleißig. So habe ich mir das gewünscht. Ich habe gesagt, ich bin zurück in meinem Flow. Da gab es noch mal ein paar Unterbrechungen, aber die letzten Tage habe ich auf jeden Fall Stück für Stück meinem Garten wieder mehr Liebe geschenkt. Und das ging so Beet für Beet. In dieser Folge erwartet euch auf jeden Fall ein aktueller Stand meines Gartens, also einen Gartenrundgang. Außerdem habe ich mir für heute ein neues Beet vorgenommen. Dazu aber dann gleich mehr. Also bleibt gespannt und bleibt dran. Jetzt habe ich leider ein paar Nebengeräusche drauf. Lässt sich nicht verhindern. Gerade alles aktiv um mich herum. In diesem Video wird es natürlich nicht alleine um den Gartenrundgang gehen. Ich werde, wie gesagt, noch ein Beet vorbereiten und ich werde euch den Garten nach und nach zeigen und dazu auch was erzählen. Ich habe wieder Mehrwert für euch. Ich möchte euch ein paar Sachen transportieren, auch noch mal ein bisschen was ankündigen, was so kommt. Ja, und für mich gibt es jetzt erstmal Folgendes zu tun. Ich werde in die Richtung abwandern zu einem Beet, was ich jetzt angehen möchte. Ab geht's. Man soll nicht draufstehen, wenn man was rauszieht. Oh Mann. Ich hocke jetzt vor meinem ehemaligen Tomatenbeet. Sieht ganz süß aus. Alte Pflanzen und mein Tomatensystem hängt mit dran. Hier und da Kräuter und genug Unkraut. Und das möchte ich mal auf Vordermann bringen, ein bisschen aufräumen, natürlich diese Seilsysteme ein bisschen sichern fürs nächste Jahr. Ich habe da eine Kiste angelegt, da sind die anderen schon drin gelandet. Und da gibt es ansonsten auch gar nicht so viel rum zu palabern. Ich werde euch erstmal zeigen, wie ich das angehe und ja, ich einfach mal los. Ich mache hier erstmal alleine weiter und ihr könnt euch jetzt in Ruhe den Gartenrundgang angucken. Bis gleich. Im vorderen Bereich war ich mit der Sense bei. Ihr könnt sehen, da wachsen sogar noch Sonnenblumen. Ich gehe mal ein Stückchen weiter. Da vorne hatte ich ja was für die Bienen ausgesät, recht spät im Sommer. Das ist eine Phacelia. Was das ist, weiß ich nicht. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Das Gelbe. Ja, aber echt schön. Also hier noch so eine kleine Ecke mit ein bisschen bunten Farbtupfern und man hat was für die Tiere getan. Ich finde das voll schön. Ich erfreue mich da sehr dran. Ja, und auf der rechten Seite könnt ihr jetzt die Sonnenblumen sehen. Dazu auch ein Tipp von mir, lasst die bloß stehen. Wenn ihr die im Garten habt, die Vögel freuen sich, die picken da auf jeden Fall die Kerne raus, ernähren sich. Ja, wenn ihr die lange stehen lasst und die auch trocknen lasst letztendlich, habt ihr dann im nächsten Jahr sogar was für euer Grillfest. Denn die Köpfe der Sonnenblume eignen sich wunderbar als Grillanzünder und brennen echt lange. Also ich war sehr überrascht. Dann hier noch so eine kleine süße Sonnenblume, die hat sich am Wegesrand aufgetan. Dann geht es von den Sonnenblumen zum nächsten Beet. Ich habe ja zuletzt auch schon gezeigt, was ich da reingebracht habe. Wer es verpasst hat, guckt nochmal mein letztes Video. Dennoch habe ich ein bisschen was verändert. Die Erbsen und Bohnen hier vorne weg. Und dafür habe ich da jetzt die Schachbrettblume ausgesät. Dann habe ich hier noch meinen Kräutermix bzw. Salatmix mit dem Red Giant und dem grünen Chinakohl, Chinasalat, Potluck. Hier haben wir sogar Leinen. Hier wachsen nach wie vor Möhrchen und wunderbare Radieschen. Und an die Seite habe ich ein paar Neckarriesen gepackt, Salat. Haben auch echt einen Schub gekriegt. Und das war es auch schon zu diesem Beet. Und daneben hat sich auch schon was getan. Das war auch das erste, wo ich beigegangen bin. Da gibt es auch eine Rückblende zu, aber einmal kurz hier nochmal zeigen, wie es jetzt gerade aussieht. Da habe ich auch die Salate nochmal vereinzelt von dem Beet, das ich euch gerade gezeigt habe. Ein paar Pflanzen hier rüber, einfach so Versuche. Ich weiß, der Red Giant braucht richtig Platz, aber ich lasse es mal drauf ankommen. Mal gucken, wie es wird. Und was beim Rest passiert ist, das zeige ich euch jetzt in der Rückblende. Frisch gemacht,
die Tomaten raus und gleich mal Knoblauch gesteckt. Verschiedene Varianten hier vorne, erstmal für den Überblick, auch ziemlich dicht, absichtlich dicht. Und dann habe ich da vorne noch Chinakohl oder Asiasalat oder wie auch immer das Ding dann sich schimpft. Asiasalat Giant Red und der grüne in der Mitte und unten schätze ich mal ist dieses Potluck. Werde ich aber nochmal recherchieren, das sah auf jeden Fall sehr verdächtig danach aus, dass das etwas ist, was kein Unkraut ist. Also schauen wir mal, was das wird. Beim Knoblauch selber hier ganz normal. Hier habe ich ganze große reingesteckt. Das sieht man auch an meinem Finger, dass das größere sind. Hier ganz deutlich. Und das sind einfach mal so Versuche. Denn die sind klein geblieben. Ich habe Winter- und Sommer-Knoblauchsorten vertauscht. Die einen wachsen da, die anderen da besser. Und meine sind ja größtenteils klein geblieben. Und ich habe erfahren, das kann natürlich an der Sorte liegen. Wenn es eine Wintersorte ist, die ich im Sommer anbaue, dann bleiben sie klein. Und deswegen habe ich Hoffnung, dass ich mit den ganzen Kleinen jetzt schön viele Knoblauchpflanzen kriege. Plus Salat. Ja, zurück zum Hier und Jetzt. Hier könnt ihr deutlich sehen, hier überall war ich auch mit der Sense bei, habe auch schon ordentlich gemulcht, da vorne der Pflaumenbaum und die Lemon Queen und an der Ecke zum Foodsharing-Stand. Das sieht alles mal wieder ein bisschen ordentlicher aus. Dann geht's weiter, da seht ihr noch einen Komposthaufen beim Stufenbeet und das nächste Beet mit dem Rosenkohl hat auch Kompost bekommen. Das werde ich alles ins Beet reinarbeiten, beziehungsweise darunter auch den Boden dann befreien vom Unkraut. Der Rosenkohl sieht mittlerweile deutlich besser aus, wie ich finde. Na, was meint ihr? Ich habe da einen Kommentar zu bekommen, der war definitiv unterernährt. Das hat sich auf jeden Fall ein bisschen geändert. Ich finde, das sieht deutlich gesünder aus. Ich werde mich da auf jeden Fall auch in Zukunft weiter kümmern. Dann geht es auch schon weiter zum Kiehlbeet. Da hat sich nämlich richtig viel getan, wie ihr sehen könnt. Ich habe das befreit von allem, was da nicht mehr hingehörte. Habe auch den Kompost befüllt. Dann habe ich den Neckar-Riesensalat vereinzelt und das Ganze ins Kiehlbeet gebracht. Hier nochmal vom Nahen Neckar-Riesen, schon deutlich größer. Habe auch schon ein bisschen gedüngt. Dann nochmal Potluck an der Ecke. Da hinten habe ich nochmal den Salat selber ausgesät für später. Direkt am Kompost habe ich Rucola ausgesät. Hier nochmal die verschiedenen Salate. Hier bin ich überall einmal mit der Grabegabel durch und habe das Unkraut entfernt, den Boden aufgelockert, so mache ich das überall. Und dann habe ich eine ordentliche Mulchschicht draufgehauen zum Schutz vor äußeren Einflüssen. Es wird ja jetzt kälter, ist ganz wichtig, dass ihr den Boden anfangt zu schützen. Hier in der Ecke den Borretsch, den lasse ich noch stehen, da möchte ich nachher auch Saatgut gewinnen. Kompost nochmal deutlich zu sehen und wie ich dann auch alles gemulcht habe rund um Mangold und Co. Während ich euch die ersten Sachen im Garten gezeigt habe, habe ich hier natürlich schon mal die Pflanzen rausgekriegt. Die habe ich dann auch so weit ab. Als nächstes geht es bei mir jetzt hier darum, Unkraut zu entfernen. Das einmal mit der Grabegabel. Einmal alles ein bisschen umwühlen, Unkraut raus, wie gesagt, und so weiter. Und nachher werde ich wieder als schützende Schicht Mulch oben rauf tun. So wie drüben im Kiehlbeet, wie ihr gerade gesehen habt. Generell bin ich überrascht, wie einfach das bei den anderen Beeten ging und auch wie schnell. Ja, noch größer ist die Freude über den tollen Boden, der sich entwickelt. Denn ich habe deutlich mehr Würmer im Boden. Das Ganze fühlt sich anders an, fluffiger. Und man merkt natürlich, wie sich das Ganze verändert bei mir. Den Garten gibt es ja nicht ganz 2 Jahre. So einen Garten aufzubauen braucht seine Zeit. Bodenleben ist total wichtig für eure Pflanzen, für gesundes Essen, für ertragreiche Erden und so weiter und so fort. Ich will da gar nicht abschweifen jetzt. Geräuschkulisse ist echt für einen Eimer heute, ne? Aber da müssen wir einfach mal durch. Gut, ich leg los. Mega toll, oder? Hier sind noch mehr Würmer drin als in den anderen Beeten. Ich habe hier nur ein bisschen eingestochen und gleich 6-7 Würmer irgendwie. Echt Hammer, ja. Macht richtig Spaß. Also ich habe mit Unkraut noch keinen Kummer gehabt bisher und da gehe ich sogar richtig drin auf. Für heute ist sehr viel Spaß dabei. Ihr könnt das sehen. Ach, herrlich, wenn das alles so
Ne? Das hat ja alles so seinen Gartenkreis, auf seine Eigendynamik, Jahr für Jahr. Und ja, ich bin ja gerade in den Anfängen des Gärtnern. Gärtner steckt ja in uns allen, wie ich immer so schön sage. Und das macht sich ja alles bewährt. Mega gut. Gut, ich mache hier weiter und bei euch geht es weiter im Gartenrundgang. Und direkt dahinter geht es auch weiter. Hier könnt ihr sehen, der Rhabarber wächst. Ist das normal? Ich dachte, der ist immer im Frühjahr dran. Aber ich habe mir was erzählen lassen von Oxalsäure und so weiter. Da hinten seht ihr tatsächlich noch Tomaten. Da die gelben kleinen. Das sind die Sunvivas. Ich habe gerade eine probiert. Die schmecken immer noch unglaublich. Wir haben bald November. Ansonsten ist dieses Beet echt so richtig schön dicht gewachsen und der Boden ist geschützt. Da rechne ich noch mit deutlich mehr Bodenleben als überhaupt schon in den anderen Beeten. Aber generell will ich das in Ruhe lassen, da möchte ich gar nicht so viel Tamtam machen. Die anderen Beete sind dran. Hier werde ich nur gucken, was ich vorsichtig rausnehme. Brennnessel möchte ich nicht so gerne haben. Die Tomatenpflanze kommt natürlich irgendwann raus. Kapuzinerkresse war noch immer soweit, aber da wollte ich das erstmal lassen. So, wenn es den Boden schützt und gerade für Kälte, es steht ja bald bei uns auch ein paar kühlere Tage bevor oder Nächte bevor mit 2 Grad. So kalt war das bei uns bisher noch nicht. Also bei uns gab es noch kein Kratzen, Schneefall oder sonstiges. Ja, egal. Laberpalaber, weiter geht's im Garten. Podest nahezu unverändert. Allerdings hatte ich immer noch Glück mit der ein oder anderen Sonnenblume. Jetzt natürlich vorbei. Hier habe ich ja noch den Mais sitzen. Den werde ich, glaube ich, heute mal mitnehmen. Außer ein bisschen freimachen hier vorne und da, dass man wieder ein bisschen laufen kann. Ist hier nichts passiert. Ich arbeite mich von vorne vom Garten nach hinten durch. Erstmal ist die Ertragszone dran quasi. Diese Ecke ist richtig schön, wenn sich die Dinge mal selbst ausgesät haben. Hier vorne habe ich übrigens noch einen Pott mit Brennnesseljauche. Mega gut, der Pott ist richtig voll, da kann ich meinen Pflanzen nach und nach immer noch mal was geben. Das habe ich über den Sommer ehrlich gesagt vernachlässigt. Trotzdem ist so viel und so gut gekommen. Und richtig Spaß, richtig toll. Ich habe jetzt insgesamt 3 Tage hier rein investiert für das, was ihr an Veränderungen gesehen habt. Und ich muss sagen, es ging wieder fix. Also so richtig lange war ich auch nicht hier. Also Permakultur nach wie vor. Ich glaube, das ist weniger aufwendig als das klassische Gärtnern. Vielleicht weiß von euch da draußen jemand Bescheid, hat das klassische Gärtnern gemacht, ist zur Permakultur geswitcht und hat festgestellt, oh, alles gar nicht so schlimm, wie immer gesagt wird. Unter dem Apfelbaum wächst noch fröhlich die Kapuzinerkresse. Zucchini haben ja ihre Zeit gehabt. Hier habe ich auch alles frei gemacht, dass man hier wieder laufen kann. Na, sollen wir noch mal gucken, ob es blaue Tomaten gibt. Nein, ich wollte gelb sagen. Mensch. Nix. Hängt hier noch was? Hier. Da. Guck mal. Ah, aber gut angefressen. Ich glaube, hier ist das Schneckenquartier. Hier wächst auch noch weiter fröhlich Mangold. Und dann, ja, das Feld kennt ihr. Oh, guck mal. Ich glaub's ja nicht. Was haben wir denn hier? Stimmt, ich habe hier mal irgendwann mal eine Physalis reingehauen. Sag nicht, hier hängen noch. Ich glaub's ja nicht. Das ist ja toll. Hat die sich hier? Wow, bei Physalis war ich übrigens mega überrascht dieses Jahr, weil ich kenne das halt aus dem Supermarkt und ja, kommt man mal essen, ja, okay, wer es mag. Und ich dachte, da gehe ich nicht mehr ran und Physalis-Pflanzen habe ich dieses Jahr für mich jetzt nicht als Priorität gesehen, aber für nächstes Jahr definitiv, davon will ich ein paar mehr haben. Eine Physalis habe ich zu Hause von einer Sorte, die mir schmeckt, die war bei euch im Zuschauerbeet. Da werde ich auf jeden Fall Saatgut gewinnen und da kommen ein paar mehr Pflänzchen nächstes Jahr, weil die ist Bombengeschmack, viel größer als die, die ihr aus dem Supermarkt kennt. So wie die Tomatengröße da gerade eher. Und das ist das Leben bringt Leben Beet und dazu gibt es auch schon ein Video, angelehnt an Herwig Pommeresche und da sind wir schon beim Stichwort. Zu Herwig Pommeresche gibt es ja noch eine Kooperation mit Willi und Miri und wir wollen da ja noch gemeinsam weiter Videos machen. Die haben schon 2 gemacht, die findet ihr oben rechts. Dann hier noch die ganzen Zwiebeln, die ich ja recht spät im Sommer gesteckt habe und ich bin schon sehr zufrieden mit dem, was ich da so sehen kann. Ein Stück weiter von den Zwiebeln gibt es auch noch Mangold, habe ich schon fleißig geerntet. Im Moment bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden, wie es um meinen Garten steht. Den Nebengeräuschen nebenan, da komme ich einfach nicht gegen an. Das raubt mir auch so ein bisschen die Nerven, auf jeden Fall für die Konzentration, wenn ich euch ein bisschen was in Kasten bringen möchte. Und es wird in diesem Moment wieder lauter.
Ja, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Wir lassen uns nicht ärgern. Das mache ich jetzt alleine. Und ihr könnt gespannt sein, wie es die nächste Zeit dann weitergeht bei mir. Ich werde auf jeden Fall auch noch sinnvolle Tipps an die Hand geben. Natürlich noch mehr als das, was ich in diesem Video gezeigt habe. Deutlich mehr, umfangreicher. Ich habe auch schon ein paar Videos gedreht. Da geht es darum, schön Humusboden aufzubauen. Nächstes geht es weiter mit Herwig Pommersche. Leben bringt Leben. Dann sage ich danke fürs Zusehen und ich würde mich freuen, wenn ich euch das nächste Mal wieder begrüßen darf. Und ich sage tschüss, euer Lars. Weiter geht's. Arbeiten, Beet fertig machen. Thank you.